Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Witchery-Tutorial. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr ein weiteres wichtiges Gerät hier in Witchery craften könnt. Ich habe hier schon schön so eine Lücke dafür freigelassen. Und zwar die Distillery. Und zwar fange ich einfach direkt mal an. Wir brauchen denselben Stein, den wir letztes Mal schon für den Altar, für die Accessoires gebraucht haben. Und zwar den Attuned Stone. Also ganz normal, Lava Bucket, Diamant und oben ein Whiff of Magic. Wenn ihr nicht wisst, woher ihr diesen Whiff of Magic bekommt, ich habe da auch Videos zu den ganzen kleinen Fläschchen, wie man da diese Fumes bekommt, also könnt ihr da mal eben nachgucken. Dann dieser Attuned Stone hier unten in die Mitte. Nebendran jeweils ein Gold, ein bisschen Eisen und dann zwei Clay Jars nach oben. Und dann habt ihr eine Distillery. Die könnt ihr jetzt hier einfach irgendwo so hinklatschen. Ich tue sie mal da schön rein. Und wie ihr seht, könnt ihr hier schön einige Sachen quasi destillieren. Ich habe euch ja schon ein paar kleine Bücher gezeigt, die einem sagen, was man alles mit Witchery so machen kann. Und für diese Distillery gibt es auch eins, das zeige ich euch nochmal kurz, wie man das macht. Ist ganz genauso wie die anderen auch. Und zwar hier ganz normal so ein Book and Quill, quasi das Rezept. Dann oben eine Belladonna und unten für dieses spezielle Buch ein Breath of the Goddess. Und dann habt ihr das Distillery Buch. Da können wir auch direkt dann mal kurz reingucken, was da so drin ist. Erstmal grundsätzlich, wie man eben destilliert, also wie man dieses Gerät quasi benutzt. Wichtig hierfür, das meinte ich letztes Mal auch schon, ihr braucht den Altar, den wir letztes Mal gebaut haben. Der kann halt dann eben diese Distillery mit der Magie versorgen, die sie halt braucht, um zu arbeiten. Dann gibt es verschiedene Items, die eben quasi destilliert werden in dieser Distillery. Und man braucht Clay Jars, um möglicherweise am Ende dann verschiedene Dinge quasi aufzusammeln, die dann rauskommen, das seht ihr dann. Und dann warten, bis es fertig ist. Dann gibt es eben verschiedene Rezepte. Hier oben steht, was ihr braucht. Unten steht, was eben rauskommt. Hier zum Beispiel Gypsum und andere Sachen, die braucht ihr dann teilweise auch später für weitere Rezepte in Witchery. Also es ist ganz praktisch, sowas hier zu haben und schon mal so ein bisschen rumzudestillieren und zu gucken, was dann rauskommt. Ja, hier gibt es dann halt eben weitere interessante, mehr oder weniger interessante Sachen, die man eben destillieren kann. Blablabla. Bla bla. Was ihr hier seht, es gibt oft so Sachen mit Diamanten, wo dann Zeug rauskommt, was im Endeffekt wichtig ist, was ihr oft in Witchery brauchen werdet. Also es kann echt teuer werden zu destillieren. Ihr braucht nämlich, also zumindest ich brauchte sehr oft dieses Odor of Purity und musste da ziemlich viele Diamanten für opfern. Das war irgendwie nicht ganz so cool. Oder hier auch als Item dann Gastier und solche Sachen. Enderpearl. Das ist dann schon irgendwie teuer, so auf Dauer. Aber naja, was macht man nicht alles, ne? Wir können ja mal ein einfaches hier ausprobieren, direkt am Anfang. Breath of the Goddess und Lapis Lazuli. Das hat man ja eigentlich schon so relativ gut immer da. Breath of the Goddess haben wir hier. Und dann ein kleines Lapis Lazuli. Okay, habe ich jetzt gerade nicht da. Dann gehe ich mal hier rüber. Und hole mir ein bisschen Lapis Lazuli. Da. Und dann können wir mal ausprobieren und gucken, wie das denn aussieht. So, Lapis Lazuli nach oben. Breath of the Goddess. Und 1, 2, 3 stand da, glaube ich. Und jetzt fängt es an zu arbeiten. Müssen wir natürlich ein bisschen warten, bis es dann eben im Endeffekt fertig ist. Und dann können wir mal gucken. Ansonsten werde ich euch dann eben bei den jeweiligen Rezepten zeigen, wie ihr an die Einzelteile kommt. Also ich zeige euch jetzt nicht direkt in diesem Video, wie ihr die ganzen Rezepte für die Distillery ausprobiert. Möglicherweise mache ich da noch ein Video zu, je nachdem, wie das dann aussieht. Also ob ich da Lust habe, jedes Mal zu zeigen, wie man eben diese Sachen
destilliert oder eben nicht. Aber das gucke ich dann mal. Ansonsten für dieses Mal als Beispiel habt ihr jetzt gerade aus einem Lapislazuli und einem Breath of the Goddess einen Slime Ball gemacht. Das kann ja auf jeden Fall auch schon mal ziemlich praktisch sein, vor allem wenn man im Peaceful spielt. Aphalfium und Whiff of Magic braucht man ja auch öfters mal, aber das kann man ja auch einfach aus den Swappings gewinnen. Und dann Tear of the Goddess, die man dann halt eben auch relativ häufig braucht später. Also das ist schon ein ziemlich praktisches Rezept. Und jetzt können wir hier auch sehen. Nein, können wir nicht sehen. Er hat sich schon wieder aufgeladen. Aber theoretisch ist da jetzt Magie rausgezogen worden, um hier die Distillery aufzuladen bzw. anzutreiben. Ja, das war es eigentlich erstmal, was ich euch zeigen wollte. Wie gesagt, die weiteren Rezepte, wofür ihr dann diese Sachen aus der Distillery braucht, das zeige ich euch dann beim nächsten Mal bzw. in den darauffolgenden Videos. Und ja, ihr könnt ja erstmal gucken, schön viel Diamanten und alles mögliche andere Zeug hier verschleudern in der Distillery und gucken, was da alles so rauskommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß damit und tschüss!